Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück hier bei einer Folge von Let's Play DayZ. Heute mit dabei, lediglich nur MTS, nicht in-game, der Dennis. Moin Dennis. Moin Kevin und moin Leute da draußen. Genau, du wirst jetzt zwar nicht mit uns spielen, aber du wirst trotzdem hier mich auf meinem kleinen Abenteuer begleiten, hoffe ich mal. Ich muss ein Stück weit und hoffe, dass du angefuttert wirst von den Viechern. Ja, ich befürchte eher, dass ich erschossen werde. Gegen die Bekloppten, ja, kann ich mich ja noch halbwegs gut wehren, aber bei Spielern sehe ich das so kritisch. Ich meine, wenn ich es schon nicht schaffe, auf meinem privaten Spielstand, auf einem anderen Server, jemanden aus nächster Nähe zu erschießen, dann sollte ich mir dann doch mal Gedanken darüber machen, ob ich überhaupt eine Waffe tragen sollte. Ist auch immer so gear-abhängig, ne? So die und du. Ja, ich sag mal so, ich hatte eine leere Waffe in der Hand und wollte damit schießen. Ja, habe ich dann auch gemerkt, dass die irgendwie leer war, wieso, weshalb auch immer. Ich dachte, sie wäre geladen, zumindest mit dem Barschuss. War sie offenbar leider nicht, deswegen. Irgendwer hat mir mal gesagt, dass die Dinger Blei und Schießpulver brauchen, um ja, und eine Patronenhülse wäre auch nicht schlecht und ein Zündplättchen da drin. Das ist wohl wahr. Ja, sonst macht's keinen Bumm. Habe ich auch soll mal so gehört. Ich weiß ja nicht, wer dir das erzählt hat. Irgendwer bestimmt. Na gut, ich will jetzt erstmal nochmal hier unsere Millibasis looten, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten. In der Hoffnung, vielleicht nochmal irgendwas zu finden. Und nicht gleich wieder so einen Massengangbang anzurichten wie beim letzten Mal. Und frag jetzt bitte nicht, was ich damit meine. Ich meine es genauso, wie ich es gesagt habe. Ich werde erfahren. Ja, du wirst es noch sehen, weil die Folge ist ja definitiv noch nicht online zu diesem Aufnahmezeitpunkt. Aber sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Wie jeder, der sich befriedigt, kommt auch die Folge irgendwann. Finde ich gut. Ja, nur dass sie nicht so eine große Sauerei hinterlässt. Ja, wie bist du eigentlich ans Aufnehmen gekommen? Das hast du mir noch nie erzählt. Ehrlich gesagt, ich hatte einfach mal Bock drauf. Klingt blöd, ist aber letzten Endes so. Ach ja. Ehrlich gesagt, hatte ich einfach mal Lust darauf, so ein bisschen aufzunehmen. Mehr Grund kann ich dir definitiv nicht anführen, weil mehr Grund habe ich selber nicht. Egal. Ich denke mal, das ist schon Grund genug, einfach mal was zu testen, was zu machen. Genau, einfach mal das auszuprobieren hier, ob das was für mich ist, wie das läuft. Ich denke mal, ein bisschen mehr Qualität auf YouTube kann nie schaden, ne? Welche Qualität? Ja. Was erwartest du von mir? Du bist kein Deckstep, wenn ich mal den Begriff nutze. Ja, genau, ich laufe ja nur mit einer leeren Waffe rum und versuche damit jemanden zu erschießen, genau. Das ist eine Challenge, ja? Ja, die gehörig nach hinten losgegangen ist. Geil. Ja, hier liegt ja eine schöne Waffe, aber ich habe eine schönere Waffe bei mir im Holster. Boah, komm, lauf. Hat es mich gesehen? Nein. Ich glaube aber, das hat mich gesehen. Nein! Nein! Nein, 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 komm, 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 komm. Scheiße. Was machst du da wieder? Dumm sein? Wenn du es so willst? Ich sag mal so, ich wollte zuerst in das Haus reinlaufen, bevor der Zombie mich erreicht. Ja, das ist nur leider gehörig schief gegangen und hab mir die Tür vor der Nase zugeknallt und deswegen hat er mich dann geknallt. So ein bisschen. Ja. Ich weiß, es sollte anders laufen, aber. Ja, klar. Er hat zumindest jetzt ins Gras gebissen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Oh. Was liegt denn darum? Brauchst du eine Batterie? Komm, wir lecken einfach mal dran. Soll gar nicht so scheiße schmecken. Bzzzt. Yeah, the battery feels pretty full charged. Und das habe ich herausgefunden, indem ich dran geleckt habe. Ehrlich? Das geht in dem Spiel? Ja, das geht. Einfach nur, um zu prüfen, ob noch was in der Batterie drin ist. Ach du Scheiße. Ja, komm, ein Batterieprüfer. Versuch mal in der Apokalypse einen Batterieprüfer zu finden oder daran zu denken, dir einen einzupacken. Ich würde das machen. Ich nicht. Ich würde mir wahrscheinlich in die Hose kacken, wenn es soweit kommt. Aber mehr auch nicht. Ach doch, du spielst doch DayZ, dann kannst du das ja alles. Ja, genau. Deswegen war ja auch mein erster Spielkontakt. Ist ja auch so abgelaufen, dass ich beziehungsweise Spielerkontakt, nicht Spielkontakt, dass ich einfach nicht geschossen habe, obwohl er direkt vor mir stand und ich hätte ihn umbringen können. Und dann schön looten können. Mhm. Aber da war ich ja zu vorsichtig mal wieder. Na, egal. Ja, aber das ist genau das, was in diesen Spielen dir den Tod einbringen kann. Mhm. Klar. Das ist das Problem. Egal. Genau. Egal. Du lernst doch noch. Genau. DayZ ist mir auf jeden Fall deutlich lieber als Arma 3. Hm. Definitiv. Ja komm, das ist auch teilweise sehr verworren da mit den Fraktionen und dem ganzen Kram. Das ist immer Schüsse? So eine Sache. Ich muss mir jetzt mal ganz kurz hier den Sound lauter drehen. Weil das hat sich gerade angehört, als ob irgendwo in der Ferne Automatikfeuer war. Oh oh. Ja, das war aber relativ weit weg. Deswegen mache ich mir da jetzt keine Gedanken. Aber ich verschwinde dann trotzdem von hier. Naja, wenn jemand denkt, hier würde er Loot bekommen. Hier gibt's nämlich leider nichts. Außer zwei tote Zombies. Vielleicht will der die looten. Die hatten auch leider nichts bei sich. Egal, ich verpiesel mich jetzt mal ganz schnell von hier und mach mich dann mal auf in Richtung Norden, da wo ich auch hin will. Du Wabbelwackel, du kannst da rumwabbeln. Ich will dich nicht, du willst mich nicht. Eigentlich willst du mich schon, aber ich stehe nicht so auf Zombie-Sex. Warum nicht? Naja, die Nekophilie? Verlieren so gerne Körperteile und das ist mir dann nicht so geheuer. Ja. Auf Syphilis hätte ich jetzt auch keinen Bock. Ja, Syphilis mache ich mir noch nicht mal so Gedanken drum, aber stell dir mal vor, die vergewaltigen dich anal und die verlieren irgendwelche Körperteile in dir drin, hallo? Okay, ja, das will ich mir nicht vorstellen. Ja, hier gibt's keinen Arzt, der dir mal eben helfen kann. Entweder du spielst selber Arzt oder du bist am Arsch. Also am Arsch bist sowieso, wenn der dich von hinten nimmt. Ja. Knifflige Situation, du. Ja. Gut. Oh ne, jetzt fängt's auch noch an zu regnen. Was soll denn der Dreck? So, ich bin ja gerade am Just Cause 13. Hm? Wie läuft's da so? Auch ganz gut. Ich nehme die Inseln im Sturm. Naja, außerdem habe ich gar keinen Bock auf die blöde Story. Also freue ich erstmal alles und glaube ich, die Story durchmarsch werden. Aber man muss eigentlich so Basen befreien, ne?
Jedes Mal, wenn du das getan hast, dann meldet sich irgendwie so ein Radio-Fuzzi und der labert dann irgendeine Story, was denn jetzt daraus wird. So. Jedes Mal, wenn ich da eine Basis einreiße, kommen dann solche Sachen wie, das wurde zerstört und jetzt baut der General, also der Diktator, da ein Wasserpark hin. Ah. Ein erste Klasse Luxus-Resort für Prominente. Luxushotel für Terroristen, yeah, damit ihr euch zwischen den einzelnen Dschihad-Streifzügen ordentlich entspannen könnt. Mit ja, Massage, Wellness, Pool und Sauna. Ja. Yeah, für euch und eure toten, schwarzen Witwenfrauen, weil sie haben sich schon in die Luft gejagt. Yippie. Lustig. Ich würde mir vorstellen, dass das voll effektiv ist. Dann kommen die Bullen. Ja, dann müssen sie nur das Haus in die Luft jagen oder einfach eine Razzia rein. Dann haben sie ganz viele Dschihadis. Doch nur konsequent. Nee, aber halt Luxusresort für Prominente in einem ehemaligen Gefängnis, weißt du? Ja, du wirst lachen. Manche Luxushotels sind sogar in alten Gefängnissen oder so errichtet worden. Gott, warum? Weil es genug Bekloppte gibt, die dafür zahlen, sich das mal anzutun. Das ist dann wohl so eine amerikanische Sache, oder was? Nö, die gibt's auch hier in Europa. Okay. Die gibt's nicht nur in den USA, die gibt's auch in Europa. Ach du Kacke. Ja. Und, und der IS, der hat auch irgendwann mal so ein Luxushotel übernommen und hat das dann weiter betrieben. Für Touristen. Naja, Kohle, Platte, Pin und Sitzaster, ne? Ja, klar. Deswegen, also. Ich meine, es gibt ja hier oder soll auch Wölfe geben. Und da möchte ich denen auch nicht unbedingt begegnen, wenn die aggro sind. Deswegen. Ich habe gehört, das soll nicht so spaßig sein. Nee. Kann ich auch ganz gut und gerne drauf verzichten. So. Muss ich mich mal eben hier hinlegen? Nein. Du legst dich hin, habe ich gesagt. So, jetzt gucken wir mal. Hattest du wieder Spaß mit einem Freund? Nee, ich guck jetzt, bevor ich jetzt hier blind reinrenne, gucke ich jetzt erstmal, ob ich die Zombies sehe. Weil wenn keine Zombies an so Militärbasen oder so sitzen, das ist dann meistens oder oftmals ein Anzeichen einfach dafür, dass die ausgerotzt wurden und dass dann da jemand vor kurzem durchgerannt ist. Ja, klar. Deswegen versuche ich es auch möglichst, die stehen zu lassen, so gut es geht. Mhm. Damit ich letzten Endes da mich nicht selber verrate. Okay, ich sehe. Das ist in dem Fall auch schlauer. Ja, vor allem das Kampfsystem von den Viechern wurde sowieso überarbeitet. Und du merkst, dass die aggressiver und stärker sind als vorher. Definitiv. Sind die jetzt schlau unterwegs oder was? Nee, das nicht mal, aber die flattern ordentlich rein. Mhm. Und das ist halt was, wo ich nicht unbedingt sonderlich drauf scharf bin. Ja, verstehen, siehst du, das ja. Ist nämlich jetzt so eine Situation hier. Okay, kannst du nicht sehen, blöde Aussage. Ich sehe nämlich keinen Beißer in der Basis. Ich sehe sie nicht. Ich sehe da nichts. Ja. Okay, da rennt wir. Da schleicht was rum. Da schleicht noch einer rum. Wir sind natürlich genau an meinem Eingangstor, die beiden. Super. Ja. Muss ich von der anderen Seite. Muss ich von hinten kommen. Ja, ja. Hab dich hin. Ja, muss ich von hinten kommen. Geht ja nicht anders. Dann muss mir das Gefängnis halt ein bisschen Deckung geben. Ja.
wenigstens ist es hier schön warm im Moment. Befänglich. Ah, oh, ist nur ein Beißer, okay. Oh, Glück gehabt. Waffenwechsel, habe ich gehört. So. Sind eigentlich auch so Alltagsgegenstände, wie sag ich jetzt mal, Küchenmesser oder so? Ja klar. Kannst du auch als Waffe einsetzen. Ist natürlich jetzt nicht so unbedingt effektiv wie eine Axt oder sowas. Mhm. Aber klar, auch das kannst du als Waffe nehmen und einsetzen. Das ist so die lächerlichste Waffe im Spiel. Der Elektrostab für Vieh? Würde ich jetzt mal so spontan sagen. Oder ansonsten eine Mistgabel? Oder... Ich weiß nicht, ob man mit der Angel auch irgendwas machen kann, außer Angeln. Mhm. Ansonsten würde ich halt auch noch sagen, die Angel. So. Wo er da draußen? Achso, jetzt ist mir doch kalt. Ja, cool. Ja. Oh, hier liegt eine AKM. Ich besitze eine AKM. Aber es ist ein Magazin dabei. Und das freut mich. Kann ich nämlich ein bisschen. Kann ich wenigstens fast ein volles Magazin hier reinklatschen. So, das Magazin nehme ich jetzt aber mit. Das nehme ich mit. Ich weiß nur nicht, gegen was ich das austauschen werde. Komm, trink mal eine Pepsi. Also, du hast. Ist wieder wirklich Pepsi? Ja, wir haben eine Nota Cola, eine Pepsi. Eine Spite. Ja, das ist das, was es so gibt. An Getränken. Neben Wasser halt. Und es gibt eine Fnata oder was? Nee, die gibt's nicht. Keine Fanta? Nein? Nee, die gibt's nicht. Oh Gott. Jetzt muss ich mir aber gerade überlegen, was ich noch rausschmeiße. Ich trinke mal jetzt noch eine Nota Cola. Okay. So. Jetzt muss ich gucken, wie ich umstelle. So. Jetzt kann ich das Magazin da rein tun. Denn ich hinterlasse nicht ganz gerne Waffen mit Magazinen. Einfach aus Prinzip. Weil Waffen mit Magazinen können tödlich sein. Ah, vor allem für dich. Yep, genau. Klar, du kannst immer noch einen Schuss in die Kammer laden. Aber, der Schuss muss dann wirklich so sitzen, dass ich mich da nicht mehr wirklich bewegen kann. Gut, für erfahrene Spieler ist das wahrscheinlich kein Problem. Aber du bist noch nicht wirklich erfahren. Nee, komm, mach die Tür zu, danke schön. Genau, weil ich halt nicht wirklich Spielerkontakt bislang hatte. Und ja, du kannst es halt nur lernen, wenn du gegen Spieler antrittst im PvP. Wohl wahr. Ansonsten bringt dir das alles nichts. Jetzt ist mein Handy natürlich ausgegangen. Nehme ich natürlich meine Zeit ablese. Gut, aber ich würde mal sagen, die Basis hier, die kann ich noch in Ruhe durchsuchen. Und danach mache ich dann auch Schluss mit der Episode. Was liegt denn hier so schönes rum? Buis, kann ich das irgendwo dran kleben? Gucken, nö. Keine Ahnung. Ich wüsste jetzt auch nicht, wofür, an welche Waffe das kommt, das Ding. Weißt du, wie wenig ich es mag, wenn ich hier nichts drin finde in den ganzen Hütten? Sehr wenig? Ja. Aber ist schon frustrierend, denke ich mal, ne? Ja gut, ich sag mal so, ne? Hier hast du halt ein bisschen was drin, so ist es ja nicht.
Moin, Kumpel. Ja. Mal direkt vor seiner Schnute rumrennen. Also du hast da, klar, du hast da Klamotten rumfliegen, aber wenn da halt nichts drin ist, ist das halt schon doof. Ja, klar. So, ja. Blöd ist jetzt, dass zwei von den Bekloppten vor meiner Tür stehen. Immer wieder diese christlichen Fundamentalisten, die irgendeine Scheiße andrehen wollen hier. Ja. Nee, ich schieße nicht. Das ist eine dumme Idee. Jetzt habe ich gleich wieder Gangbang-Party. Okay, kommt rein. Ich erschlag euch einfach mit der Axt. Hallo? Hallo? Seid ihr jetzt so doof, dass er nicht mehr reinkommen will? Ja, ist doch gut. Buddy. Blutig? Nein. Okay, bin nur... Mir ist nur kalt. Das Schlimme ist, dafür müsste ich jetzt ein Feuerchen machen. Aber ich habe gerade kein Feuerholz und nix. Vor allem, ich habe nichts, wo ich ein Feuer drin machen kann. Ja, jetzt fange ich an zu frieren. Das ist jetzt gar nicht gut. Wo ist mein Heatpack? Ich habe kein Heatpack dabei. Oh, nee, ne. Okay, Leute. Ich mache das jetzt ganz einfach. Ich beende jetzt ganz schnell diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich werde jetzt ganz schnell einen Serverwechsel vornehmen. Einfach, damit ich ins Trockene komme. Und hier nicht an Kälteschock sterbe. Deswegen renne ich jetzt schon hier wie so ein Bekloppter hin und her. Lasst wie immer ganz gerne einen Kommentar da. Und schaut euch auch ganz gerne meine anderen Let's Plays an. Und dann sag ich einfach mal tschüss und bis zur nächsten Folge hier in DayZ, in unserem kleinen Abenteuerland. Haut rein, Leute.